Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, zu den Überblicken zur Offenbarung Jesu Christi sind wir jetzt bei Kapitel 6 angelangt. Hauptthema: das Öffnen der sechs Siegel. Ich möchte nochmals darauf hinweisen, das ist eine Arbeit zur Hilfestellung für solche, die etwas tiefer in die Offenbarung eindringen können. Sie nützt aber nur, wenn man das Alte Testament gut kennt. Und zwar nicht nur Daniel oder Jeremia, sondern von 1. Mose bis zu Malachi. Überhaupt das ganze Wort Gottes. Die Offenbarung ist nämlich der Schluss der Bibel. Das heißt, sie basiert auf dem ganzen Rest. Okay. Schreibe, was nach diesem geschehen muss. Hier nimmt man Bezug auf Offenbarung Kapitel 1, Vers 19. Und was haben wir hier? Den dritten Hauptteil, dann Kapitel 6, die sieben Siegel, Kapitel 8, die sieben Posaunen, dann Kapitel 12, die sieben Zeichen, Kapitel 15, die sieben Zornschalen, dann der Triumph des Lammes, dann der neue Himmel und die neue Erde. Hier haben wir eine Auflistung der sieben Siegel, also mit dem Pferden. Das ist vielleicht gut, wenn ihr das mal abschreibt. Das tut ganz gut. Dann, die Gerichte werden vom Lamm veranlasst. Dann haben wir die 144.000 aus den 12 Stämmen. Die sind zu unterscheiden von den 144.000 in Kapitel 14. Dann eine Auflistung der Geschehnisse in Kapitel 6. Das ist auch sehr hilfreich. Dieses Kapitel hat mit der Öffnung von 6 der 7 Siegel zu tun. Dazwischen kommt eine Parenthese und diese Parenthesen sind extrem hilfreich, um das nachfolgende zu verstehen. Parenthese heißt Einschub. So. Ihr werdet das sicher dann ausdrucken oder am Computer, sicher nicht am Handy, am Computer lesen. Und dann habt ihr schon einen schönen Einstieg in dieses herrliche Kapitel, in dem der Herr Jesus sich verherrlicht in und durch Gericht. Wenn ihr weitere Hinweise dazu habt, schreibt sie doch bitte in die Kommentarzeile vom YouTube oder mir per E-Mail, dann füge ich es hinzu. Wenn ihr weitere Fragen, Ergänzungen, Korrekturen habt, sehr gern. Und mich würde es natürlich freuen, wenn ihr das verbreitet und oder aber auch sogar abonniert. Im Herrn Jesum Christum, einen guten Tag.